Hallo und herzlich willkommen zur fortgeschrittenen Serie unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es um Asset Modeling, genauer um die Waffen. Um eine Waffe herzustellen, die einen solchen Detailgrad hat, benötigen wir Sculpting. Ihr werdet für das folgende Tutorial kein Grafiktablet benötigen. Ich habe die Axt ausschließlich mit der Maus und der Tastatur hergestellt. Wir ziehen das Referenzmaterial in unseren 3D-Viewport, am besten in der Seitenansicht. Das ist eine grobe Skizze, die ich angefertigt habe. Wir werden ihr nicht vollständig folgen, aber die Grundform versuche ich. Wir werden das Ganze hier transparent schalten, damit wir das während der Bearbeitung noch sehen können. Außerdem wird es in Front gesetzt, damit wir es immer vor unserem Modell haben, egal wo sich die Referenz befindet. Wenn wir im Filter Select Able aktivieren, können wir Modelle durch einen Klick auf diesen Pfeil nicht selektierbar machen. Somit können wir es nicht versehentlich löschen oder verschieben. Wir erstellen eine Plane. Wenn wir die kleiner skalieren und auf die Seite legen, können wir damit die Grundlage für unsere Klinge bilden. Wir werden sie jetzt so ausrichten, dass wir direkt an der Schnittkante anfangen können. Nachdem die erste Platte gesetzt ist, werden wir ins Polybuild-Tool wechseln, welches so ein Modellieren noch viel schneller macht. Beim Polybuild-Tool färbt sich jede Kante, mit der man mit der Maus drüber gleitet, blau. Sollte man dann die Maustaste drücken, kann man einen weiteren Face herausziehen. Wir werden die komplette Axtklinge jetzt nachzeichnen mit unserem Polybuild-Tool. Hier mit der Steuerungstaste können wir weitere Faces auch aus einer Ecke herausziehen. Wenn wir allerdings Vertices übereinander schieben wollen, sollten die sich automatisch mergen. Dafür gehen wir in Options, Auto Merge und stellen den Wert auf 0,01. Bei einer Gesamtlänge der Axt von 2,50 m ungefähr ist das der richtige Abstand, dass sich Vertices nicht zu früh zusammenfügen. Wir markieren alles mit E extrudieren und danach einen Loop Cut in der Mitte. Wir werden jetzt alle Edges an der Seite der Klinge markieren, dass wir die komplette Schneide einmal ausgewählt haben. Danach skalieren wir das Ganze in der X-Achse auf 0, damit sich die Vertices alle in der Mitte treffen. Mit Merge by Distance können wir überflüssige Vertices, die sich nicht automatisch gemerged haben, verbinden. Wenn wir alle Transformationen angewendet haben, können wir einen Multi-Resolution Modifier anwenden. Wenn wir viermal auf Simple klicken, verändert sich die Form zwar nicht, aber jede Face wird subdivided. Jetzt haben wir also genug Topologie, damit wir mit dem Smooth Brush über die ganzen scharfen Low-Poly-Kanten gehen können und sie damit realistischer machen können. Wir werden jetzt jede einzelne Kante einmal brechen mit unserem Smooth Brush. Und danach die Kanten wieder nachschärfen mit dem Scrape Brush. Wir dürfen besonders an der Schneide nicht zu sehr mit dem Smooth Brush hingehen, da er die Form vollständig verändern kann. Jetzt mit dem Scrape Brush können wir nochmal diese scharfe, markante Kante zwischen der Schnittfläche und dem restlichen Metall ziehen. Sollte es kein gutes Ergebnis geben, kann es entweder daran liegen, dass ihr zu wenig Topologie habt, also zu wenig verfügbare Vertices, dann machen wir diesen Schritt einfach später. Wichtig sind aber besonders die Kanten, die aktuell noch viel zu rund sind und einen schmiedeeisernen Look bekommen sollen. Wir wechseln jetzt in den Snake Hook und wir werden die Form unserer Klinge nochmal nachbearbeiten. Ich möchte hier eine etwas gezahnte Schneidefläche haben, damit sie noch ein bisschen martialischer wirkt. Mit dem Snake Hook muss man etwas üben, denn bei einer Bewegung nach unten oder oben fängt sich der Cursor an zu drehen und dann werden die ganzen Vertices verdreht, anstatt einfach nur gezogen. Wir müssen schauen, dass unsere Schnittfläche ebenmäßig ist mit der Kante, in der sie dann zum unbearbeiteten Metall übergeht. Das ist nicht nur ästhetisch, es sieht einfach falsch aus, wenn die Schnittfläche nicht parallel zueinander verläuft. Man kann auch die grobe Form nochmal mit dem Grab Brush komplett verändern. Beachtet aber darauf, dass ihr mit euren Vertices ohne Dünntopo limitiert seid und relativ schnell in Stretching geraten könnt. Da unsere Axtfläche aktuell komplett ebenmäßig breit ist, werden wir jetzt die Stege etwas verkleinern und die Kehle der Klinge noch einmal etwas schlanker machen. Jetzt können wir mit dem Grease Pencil die Schneide nochmal schärfen oder kleinere Kratzer oder Scharten in unsere Axt einarbeiten. Das geht genauso gut mit einem Draw Pencil und einer gehaltenen Steuerungstaste. Jetzt kommt der Scrape Brush zum Einsatz, welcher einen guten, scharfen
Kontrast bietet, den wir vorher durch den Smooth Brush verloren haben. Der Scrape Brush schleift die kompletten Kanten einmal scharf nach wie ein Hobel und hat dadurch die Möglichkeit, sehr starke Kontraste zu setzen. Und es unterstützt unseren Stylized Comic Stil, den wir mit unserer Axt erzielen möchten. Wir bauen einen Zylinder mit 32 Vertices, das ist ungefähr die Detailstufe, die wir benötigen, und bauen daraus unsere Ringe, mit denen wir dann die Axtfläche an unseren Stiel befestigen. Mit ein paar Loop Cuts können wir alle von diesen einzelnen Faces quadratisch machen und mit dem Smooth Brush drücken wir jetzt die äußere Form ein. Auch hier kommt wieder, nachdem wir ein paar Multi-Resolution Modifier angewendet haben, der Scrape Brush zum Einsatz, um unseren schmiedeeisernen Stil zu erschaffen, der aussieht, als hätte man das ganze Ding mit einem Hammer bearbeitet. Das Ganze wird oben, unten und an den Seiten gemacht. Mit dem Brush solltet ihr eigentlich einen schönen Effekt erzielen können. Bedenkt aber, jetzt sieht unsere Fläche von unserer Klinge nicht mehr so gut aus, da wir mehr Details in unserem Ring haben. Hier können wir zum Beispiel einen ähnlichen Hammerschlag-Effekt erzielen, indem wir erstmal Material auftragen, in dem Falle mit der Clay Strips Methode, und diese dann mit dem Scrape Brush glätten. Der Scrape Brush wird versuchen, sich den Winkeln anzupassen, die diese verschiedenen Clay Brushes haben, und dadurch ein schönes Muster erzeugen. Bearbeitet das Ganze, arbeitet auch gerne mit dem Smooth Brush, falls es zu viel war, und ihr werdet ein relativ unebenmäßiges Bild erhalten, das etwas schmiedeeisern aussieht. Ihr könnt euch genauso gut selbst eure Brushes bauen, wenn ihr im Sculpting etwas fitter seid. Diese Methode funktioniert aber komplett ohne Vorbereitungen. Wenn wir unsere zwei Ringe jetzt an unser Holz setzen, achten wir darauf, dass die Drehung richtig ist und können jetzt schon beginnen mit dem nächsten Punkt. Diesmal bauen wir uns den Stiel unserer Axt. Ein ganz normaler Zylinder, 32 Vertices, ein paar Loop Cuts rein und dann mit dem Proportional Editing die Form und die Wuchsrichtung von diesem Holz nachbauen. Wenn unser Axtstiel fertig ist, soll noch in der Seite skaliert werden. Unten schneiden wir ab und skalieren etwas auf. Und dann haben wir bereits ein Modell, das sich jetzt mit einem Multi-Resolution oder einem Subdivide oder Subdivision Surface Modifier für Sculpting vorbereiten lässt. Beim Sculpting arbeiten wir diesmal ausschließlich mit dem Scrape Brush und werden versuchen, der Länge nach unten zu hobeln. Durch die längs gezogenen Hobelspuren sieht es ein bisschen aus, als hätten wir ein ganz grob gehauenes Stück Holz verwendet, das zum Rest der Axt passt. Für den Griff aus Lederstreifen nehmen wir eine Edge, wenden einen Screw Modifier drauf an und bewegen die Edge außerhalb unseres Origins. Dann können wir noch mit ein paar Einstellungen das Ganze zu einem Spirale machen. Danach wird der Modifier applied. Nachdem unsere Spirale gesetzt ist, können wir sie jetzt noch im Edit-Modus ein Stück mit dem Proportional Editing nach hinten ziehen, damit sie eine Wölbung bekommt. Wir haben einen Shrink Wrap Modifier aktiv, der aktuell ausgeblendet ist. Jetzt ist er wieder eingeblendet und legt sich somit das komplette Mesh an das gewählte Objekt. Der Shrink Wrap Modifier wird nun um einen Solidify Modifier erweitert. Der ist dafür da, dass sich dieses Mesh in 3D umwandelt. Wir haben jetzt gerade unten noch eine Spitze hinzugefügt, einen Subdivision Surface Modifier drauf und zwei Level nach oben geklickt. Jetzt ist er bereit für Sculpting. Im Sculpting werden wir nichts weiter machen, als eine leichte Textur mit einem Grease Pencil aufzutragen. Diese leichten Streifen erscheinen nicht sehr sinnvoll, geben aber hübsche Akzente. Wenn ihr zufrieden mit eurer Arbeit seid, können wir uns an die Nägel machen, um unser Lederband an den Stamm zu befestigen. Eine Plane, zwei Cuts in der Mitte durch und den Vertices nach oben bewegen. Jetzt werden mit dem Polybuild-Tool noch die Ecken ausgezogen, damit wir Quads bekommen, und alle vier Ecken markiert. Einmal nach unten bewegen,
noch ein paar Loop Cuts, um genau an der Spitze mehr Vertices zu erhalten. Und dann wieder die vier äußersten Ecken markieren. Diese skalieren wir ein, bis sie ganz innen sind, und triangulieren unseren kompletten Stern. Jetzt haben wir ein hübsches Gebilde, das allerdings nicht genau flach ist. Also alle Vertices im unteren Bereich markieren, auf 0 skalieren in der Z-Achse und wir haben unseren Stern fertig. Jetzt brauchen wir noch einen Subdivision Surface Modifier, damit wir ihn noch ein bisschen mehr Details geben können. Apply und danach können wir ihn auch schon bereits an unseren Lederband ansetzen. Mir gefallen diese schmiedeeisernen Nägel sehr gut. Ihr könnt natürlich auch jegliche andere Form benutzen. Dieses Tutorial ist auch nicht dafür gedacht, dass ihr ausschließlich Äxte modelliert, sondern dass ihr die Techniken kennenlernt für alle Assets. Das bedeutet natürlich nicht, dass das der einzige Weg ist, das zu tun, aber es ist einer, der funktioniert. Hier sehen wir zum Beispiel, wie wir mit der weiteren Benutzung von dem Scrape Brush eine Art Quaste oder eine Art Fellbüschel herstellen. Wir haben auch wieder eine Grundform, die wir uns aus Blöcken zusammengebaut haben und jetzt immer weiter gesculptet, bis wir feinere Haare daraus erkennen können. Das sind zottelige Büschel, die am Ende unten an den Griff angebracht werden, einfach als Deko-Element. Man kann sie genauso gut weglassen. Hier können wir mit dem Crease Pencil eine Art Strähne bauen. Achtet immer, dass alles immer eine Wellenform hat. Gerade Linien wirken bei Fell unrealistisch. Mit dem Grab Brush könnt ihr die Linienform nochmal nachziehen und ihm einen gewissen Schwung geben. Platziert diese Quaste genau da, wo ihr sie haben wollt. Und am Ende wird nur noch der Stoßzahn eingebaut, den wir unten als Abschluss für unsere Axt benutzen. Skaliert die Quaste noch ein bisschen in der Seite, da unsere Axt schmäler als lang ist. Ich nehme eine UV-Sphere und schneide den oberen Bereich ab, da der nicht sichtbar sein wird. Den unteren Bereich werde ich dann einfach mit dem Proportional Adding Tool oder dem Sculpting in die Länge ziehen. Beides wird funktionieren, die Vertices werden ausreichen. Scrape Brush, um dem Ganzen noch eine etwas geschliffene Form zu geben. Und unser Stoßzahn ist schon nahezu fertig. Wir können die grobe Form unserer Axt weiterhin verändern, wie wir sie möchten. In unserem Fall war die Spitze zu nah am Holz. Und wir sind fertig. Vielen Dank fürs Zusehen und bei jeglichen Fragen kommt einfach auf unseren Discord. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und wir werden euch persönlich helfen, Asset Modeling und Blender zu lernen.